der Start wird erfolgen. Und auf geht es über vier Runden. Und hervorragend die Reaktion wiederum von Enrique Dosta. Er hat schon ein, zwei Hundertstel, wenn es losgeht, hier sicher gemacht. Hervorragend eingestellt seine Technik. Er persönlich auf dem Weg zum Triumph an beiden Tagen. Das kann die erste Hausnummer sein für Enrico Canosta. Also er führt auf jeden Fall das Feld in die Nordkurve. Beeindruckend kennen wir heute hier. Dann an zweiter Position Daniel Rath. Auf drei haben wir Enrico Sonnenberg. Dahinter Matthias Inke. Und auf der 5 hier zum ersten Mal durch den Stübel. Aber Clubmeisterschaft ist Clubmeisterschaft. Und dann also ich muss das nochmal ganz dick unterstreichen, dass es hier keine Spielerei innerhalb des Klubs ist. Das ein ganz toller Titel, der für eine klare Hackordnung sorgt. Und Dani Rath hat die Führung. So ist es eben, hat er noch die Entenfamilie angeführt und jetzt dieses Feld in führender Position. Daniel Rath, dahinter Enrico Janoschka, das ist schon eine Überraschung. Dann auf drei haben wir Startnummer 4 Enrico Sonnenberg, auf der 4 die 37 Dennis Stüber und auf der 5 die Startnummer 30 Matthias Enke. Sie spüren den heißen Atem in den gezeigt, dass er da ist,